Eine Französin à Berlin. Das musikalische Universum von Françoise Cactus. Ein Musikpodcast von Radio 1. Frohe Weihnachten! Happy Christmas! Heute gibt's aber keine Weihnachtslieder. Ich habe nämlich nur eine Weihnachtsplatte in meiner Plattensammlung. Irgendwas von Damned. Stattdessen gibt es heute eine Musikreise nach Belgien. Joyeux Noël, das erste Stück, das wir hören, ist von meiner lieblingsbelgischen Band Telex. Das Stück heißt Moskau Disco. Ja, das war die Superband Telex aus Belgien, ein Trio, das 1978 sich zusammengefunden hat und sie haben es geschafft, bei dem Eurovision-Preis die Letzten zu sein im Jahr 1980 mit ihrem ironischen Lied Eurovision.
Ich wundere mich, Belgien ist so ein kleines Land. Warum gibt es dort so viel tolle Musik? Woher kommt die fantastische Inspiration? Liegt es an der Ernährung? Man isst zum Beispiel dort hauptsächlich Mullfrit, Muscheln mit Fritten, Waffeln und Schokolade. Liegt es am Bier? Es gibt total viele Biersorten, die auch amüsante Namen haben. Ein Bier heißt Mort subit, plötzlicher Tod. Liegt es am Wetter? Meistens gibt es Regen und grauen Himmel, das regt ja zur Produktion an. Oder liegt es daran an der Kohabitation total unterschiedlicher Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen? Denn in diesem ganz kleinen Land spricht man Französisch und Flämisch und Deutsch. Ja, das wissen wir alles nicht. Stattdessen hören wir jetzt Musik, und zwar die fantastische Band Polyphonic Size mit dem Stück Je t'ai toujours aimé, ich habe dich immer geliebt. Sur tes fesses où je cachais chaque nuit le plus précieux de mon magot avant de vomir mes adieux et de m'écrouler comme un vieux poivreau. Mon tout dernier regard se portera sur tes yeux où je cachais chaque On vous a toujours aimé. Eine großartige belgische New Wave Band, gegründet 1979 in Brüssel von Roger Marc van de Voorde. Sie sangen auf Französisch, Englisch und sogar auf Deutsch und Japanisch. Jetzt hören wir eine Band von Freunden aus Brüssel ebenfalls. Das ist Les Brochettes und das Stück heißt Le jour de mon anniversaire, am Tag meines Geburtstags, denke ich an alle, die mein Leben ruiniert haben.
Mon fiancé m'avait juré de ne jamais m'abandonner. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi il est déjà si loin de moi. Le jour de mon anniversaire, je pense à ceux qui ont gâché ma vie. Le jour de mon anniversaire, je pleure toute seule dans mon lit. À l'école primaire, les professeurs me regardaient de travers. Ils n'étaient pas fiers de mes progrès scolaires. Mes camarades de classe me faisaient des grimaces. Ils se moquaient de moi, me crachaient dessus parfois. Le jour de mon anniversaire, je pense à ceux qui ont gâché ma vie. Le jour de mon anniversaire, je pleure toute seule dans mon lit. C'était très méchant. Il m'appelait la bossue et me frappait tout le temps. Ma mère était malade nerfs, toute la journée en peignoir. Elle voyait du noir. Seule ma sœur était une grande créatrice. Elle faisait des vêtements en forme de cicatrices. Mon frère qui n'est pas né avait voulu être dentiste. Moi j'aurais trouvé ça triste. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la. Die Arme, am Tag ihres Geburtstags bleibt sie den ganzen Tag im Bett, vollkommen deprimiert. Die Brochette haben immer sehr verstörende Texte, aber auch amüsant. Es waren zwei Frauen, Zoé Jadoul und Frédéric Franck, und ein Mann, Nicolas Deschuitener. Aber Gott sei Dank, er hat auch noch ein Pseudonym, Nicolas Eclat. Die haben sich später getrennt, also das ist so eine 90er-Jahre-Band. Am Ende der 90er haben sie sich getrennt und Nicolas und Frédéric haben dann die Gruppe Ming gegründet. Die werden wir später hören. Und Zoé hat eine Solo-Karriere unter dem Namen Harold gemacht. Gut, was wollten wir jetzt hören? Ja, natürlich. Man kann keine Sendung machen über Belgien ohne Plastic Bertrand. Plastic Bertrand mit dem Stück Bambino. Les yeux battus. Je sais bien que tu l'adores. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur mon oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira.
l'amour et la jalousie. Ne sont pas les yeux d'enfant. Bambino von Plastic Bertrand, eine Coverversion von Dalida. Plastic Bertrand heißt eigentlich Roger Jouret. Er war früher Schlagzeuger am Anfang seiner Musikkarriere. Es gibt Kontroversen um seinen Hit Ça plane pour moi. Irgendwie ist rausgekommen, dass er da gar nicht wirklich gesungen. Er musste es auch zugeben. Im Jahr 2010 gab er zu, dass sein Bandkollege Dipprichk das Lied eingesungen hatte. Das ist aber egal. Wir finden dich trotzdem super cool, Plastik. Jetzt kommt Adamo. Adamo, ja, das habe ich gefunden, diese Platte in einem großartigen Secondhand-Laden für Schallplatten in Antwerpen. Adamo mit dem Stück Les Amours de Journaux. Avec la future Bardot, je me suis dit pas mal, et c'est bien normal, j'écrivis au journal. Et on s'est rencontrés, et on s'est aimés, et presque marrés. Dieu qu'on était heureux, les yeux dans les yeux, sous les mêmes feux. Je suis le forçat des amours de journaux, à ce rythme. Mais quatre mois plus tard, dans le même canard, on l'a vit dans un bar. Au bras d'un gigolo, un gars de Rio, qui était même pas beau. J'aime pas qu'on roule, ça met les nerfs en boule, il faut que le sang coule. Mais c'est bon que l'on sache, alors avant que je fâche, j'ai entendu les flashs. Je suis le forçat des anneaux des journaux, à ce rythme-là, j'y laisserai ma peau. S'est écorché sur le cœur de pierre de cette cruelle enfant. C'est vrai, je l'ai cherché, je suis trop sincère et pas assez méfiant. Mais depuis ce matin, dans les petits potins, je tenais par la main. Une autre fille plus belle, le devoir m'appelle, je suis à vous, mademoiselle. Je suis le bon ça. Des amours de journaux, à ce rythme-là, j'y laisserai ma peau. Je suis le forçat des amours de journaux, à ce rythme-là, j'y laisserai ma peau. Salvatore Adamo, un belgischer Musiker italienischer Herkunft. Ein romantischer Sänger hatte einen deutschen Hit, es geht eine Träne, etc. Und er machte auch Tourneen mit der Sängerin Alexandra. Jetzt aus der Superkompilation Belgian Wave and Pop Songs from the 1980s, erschienen im Popwave, auf dem Popwave Label, müsste ich Victor Hublot spielen mit dem Stück Allez Simple. Visite à l'improviste et tu
étais parti, un retour long et vite. Sous la pluie qui pleurait, la triste nuit mouillée, paresse et ennui, le vide à l'intérieur, ça le dépasse. Difficile, effondrement d'amour et la femme chagrin du tout petit matin dans les rues graffitis de ses visages vernis et cet après-midi encore envie de lui. Eine Musikkollektiv um Guy Clairbois. Guy Clairbois ist ein Autodidakt. Ganz am Anfang seiner Karriere hat er Musik so gemacht. Er hat Rhythmen gebildet aus kaputten, springenden Vinylplatten und hat natürlich immer dafür gesorgt, dass seine Gitarre niemals gestimmt wurde. Jetzt werden wir Joe Lemaire hören. Joe Lemaire und ihre Band Flues. Mit dem Stück Je suis venu te dire que je m'en vais. Ich bin gekommen, um zu sagen, dass ich gehe. Das ist eine Coverversion von dem wunderschönen Lied von Serge Gainsbourg. Allerdings hat Gainsbourg die schönsten Zeilen von Paul Verlaine geklaut. Das habe ich irgendwann festgestellt, als ich Poesie von Paul Verlaine gelesen habe. Ich mir gedacht, na ja, der Serge, ne? Also, wahrscheinlich war Paul Verlaine der allerhässlichste, aber auch der allerbeste Dichter Frankreichs. So, Joe Lemaire aus Namur. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venue te dire
Mer mit einem tollen Keyboard oder einem tollen Moog-Synthesizer. Jetzt möchte ich zwei Sängerinnen ansagen. Eine heißt Hilde van Roy und ist Journalistin und die andere Dead Paiskens und sie ist Tänzerin. Und diese Band heißt Pas de Deux und sie spielen eine Coverversion von John Lennon, Instant Karma. Heute gibt es eine Musikreise nach Belgien. Jetzt hören wir eine belgische Band, die Sob heißt. Aber ich weiß überhaupt nicht, wer diese Band ist. Ich, keine Ahnung. Ich vermute aber, dass es sich um Nicolas Eclat und Frédéric Franck von den Brochettes, die wir vorhin gehört haben, handelt.
Ich bin mir aber nicht sicher. Nur eins ist sicher, le Nightclub de la Plage, der Nightclub auf dem Strand, heißt das Stück. Ja, das war Zob mit Le Nightclub de la Plage. Und jetzt geht's weiter mit einem anderen Strandlied. J'aime regarder les mecs qui marchent sur la plage. Ich mag es, mir Typen anzusehen, die auf dem Strand rumspazieren. Ein Stück von Polyester. Polyester ist ein belgisches Elektronikduo, bestehend aus Bernard Garcia und Bruno Cartier. Sie haben ein Mini-Album im Jahr 2002 rausgebracht. Dieses Mini-Album heißt Unisex und den gab es nur 100 Mal. Ja, ein paar Leute sind froh und haben das. J'aime regarder les mecs. Polyester. J'aime.
maillot bien gonflé. Leurs yeux qui font pipi. Gern die Jungen an, wenn sie auf dem Strand rumspazieren. Jetzt hören wir ein Stück von Ming. Ming ist ebenfalls eine Band von unserem Freund Nicolas Eclat und unserer Freundin Frédéric Franck aus Brüssel. Chanson de la plus haute tour. Oisive jeunesse, à tout ta servie. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. À que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Ainsi la prairie à l'oubli
livrée, grandi et fleuri, dansant et livré. Ja, Ming mit Chanson de la plus haute tour. Und jetzt Mino. Mino ist berühmt dafür, dass sie das schlechteste Video der Welt gemacht hat. So wurde es in einer kanadischen Sendung, wurde ihr Video genannt. Okay, und das Stück, das sie jetzt singt, heißt Assez Super. Il joue le métronome, tourne à
Super von Mino. Jetzt hören wir Sœur Sourire, die Schwester des Lächelns. Sœur Sourire oder die singende Nonne, eine Dominikanerin. Sie lernte Gitarre spielen und begann selber Lieder zu komponieren. Und eins von ihren Songs, Dominik, wurde zum internationalen Hit. Die Plattenfirma Philips bekam viel Geld, der Rest bekam ihr Kloster. Sie bekam nichts. Ein Film wurde in den USA über sie gedreht. Der Film heißt The Singing Nun. Wegen des Films musste Sœur Sourire aus ihrem Orden austreten und aus ihrem Kloster. Später versuchte sie sich unter dem Namen Luc Dominique als Chanteuse, hatte aber keinen Erfolg. Sie zog sich mit ihrer Freundin zurück und nahm ganz viele Tabletten. Ihr ehemaliges Kloster hat verschwiegen, die ganzen Millionen eingesackt zu haben und abgelehnt, die Steuer zu bezahlen. Wegen ihren Schulden musste sie ihr Heim für autistische Kinder schließen. Und schließlich beging sie im Jahr 1985 Selbstmord mit ihrer Freundin. Es lebe die Kirche. Auf jeden Fall, jetzt hören wir Sœur Sourire mit der Band Telex. Französin à Berlin, das musikalische Universum
von Françoise Cactus. Ein Musikpodcast von Radio 1. Heute ist es Weihnachten, aber uns ist das ein bisschen egal. Wir reisen nach Belgien. Wir werden gleich die Superband Honeymoon Killers hören. Diese Band hat sich nach dem Kultfilm Honeymoon Killers von Leonard Cassel aus dem Jahr 1970 genannt. Dieser Film geht um die Liebe zwischen der korpulenten Krankenschwester Martha und dem Heiratsschwindler Ray. Und die beiden entwickeln sich zu grausamen Serienkillern. Wir hören jetzt das Stück Rot National Set von Honeymoon Killers. De toute la route de France. D'Europe. Celle que je préfère. C'est celle qui conduit. En auto ou en auto-stop. Vers le rivage du midi. National. Sept. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une heure qui fait recette. Route des vacances. Qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait Paris un petit faubourg de Valence. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. L'échelle des étés. Rapidement de félicité. Chasse les éclats et les acidités. Qui font le malheur à la quantité. Tout excité. On chante en fête. Les oliviers semblent ma petite Lisette. L'amour et la joyeux qui fait risette. On est heureux national 7. 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 On est heureux national 7 de Honeymoon Killers. Eine belgische Experimental-Rockband, die es gab zwischen 1974 und 1985. Wir haben jetzt den Sänger Yvon Vrooman gehört. Er ist 1989 gestorben. Es gibt aber in dieser Band auch eine Sängerin. Sie heißt Véronique Vincent und sie macht immer noch Musik. Ich habe sie vor kurzem gesehen im Roten Salon. Sie macht Musik unter dem Namen Véronique Vincent. Und Aksak Mabul. Jetzt hören wir The Bowling Balls. Ach, ich habe vergessen zu erwähnen, dass dieses Stück Route National 7 von Charles Trenet geschrieben wurde. Also das ist ein richtig sehr, sehr, sehr altes Lied, das meine Mutter gehört hat, als sie jung war. Charles Trenet wurde auch Le Fou Chantant genannt, der singende Irre, weil er so sehr rumgesprungen ist beim Singen. Okay, jetzt hören wir Bowling Balls mit dem Stück Héloïse.
She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. I found it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying. The stars that please the night, the sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I hold it in my hands and cry, her love is mine. My sun will shine. And as the days grow
Bowling Balls mit Eloise, einer Coverversion von Paul Ryan und Barry Ryan. Das ist eine humorvolle Band aus Belgien. Sie wurde für einen Comic gegründet von Frédéric Janin und Thierry Culliford. Und Thierry Culliford ist der Sohn von Peyo, dem Vater der Schlümpfe. Ihr kennt ja diesen Comic. Sowieso, Comics sind total angesagt in Belgien. Da kommen Tintin und Milou her, also Tim und Struppi und die Schlümpfe und ganz viele andere Comics. Und man kann sogar in der Uni Comic studieren. Der erste Hit von The Bowling Balls hieß God Save the Saturday Night Fever. Sie haben eine einzige LP aufgenommen und diese heißt The First and Last of Bowling Balls. Jetzt hören wir eine Band, die Stella heißt, aber ich sollte so sagen, so Stella, weil sie hat 2 T und 3 L. Also die Band Stella aus Belgien, aus Brüssel. Sie haben sich nach dem Bier Stella Artois genannt. Non, non, Jean-François von Stella. François, ich bin kein solches Mädchen, ich schwicke nicht. Na, das singt ja sie ja in dem Stück. Jetzt werden wir Vive la Fête hören, eine Band, die 1997 von El Spino und ihr Freund Danny Moments gegründet wurde. Das ist so eine Elektropop-Band. Es gibt auch noch indessen 3 weitere Musiker. Sie haben Musik komponiert für Chanel Modeshows. Und wir hören ein Stück aus ihrer ersten Platte Attack Surprise, die 2000 erschienen ist. Und das Stück heißt Je pense à toi, ich denke an dich. Thank you.
Ja, das war Vive la Fête und jetzt hören wir eine Band aus den 80ern, so eine Art Dark Frühgothic Band. Sie heißt Minimal Compact und das Stück heißt Cold Life. Cold Life von dem Minimal Compact. Jetzt hören wir eine Punkrock-Band, Hubble Buggle, das bedeutet Wasserpfeife auf Arabisch. Da spielt, auf diesem Stück spielt Plastic Bertrand Schlagzeug. Das Stück heißt Pogo Pogo. Yeah.
Pogo Pogo, Pogo Pogo. Jetzt hören wir Spaghetta Orgasmund, eine Band aus Charleroi. Charleroi wurde in einer Zeitschrift die hässlichste Stadt Europas genannt. Dort gibt es die größte stillgelegte Kohlefabrik aus Europa. Aber bon, die Band Spaghetta Orgasmund singt jetzt über die Liebe in Charleroi. L'amour à Charleroi. Je trouve que ça fait chic.
le King Van de Lourie. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Moi, 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 moi. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Clash, boom, pour faire doom. Pour aller style que zoom. Par la fractus, moi je tiens pas à devenir flagada. Qu'on dise au okay, game quand on me voit. Je dois quitter le bain, mais je suis pas seul. Tous mes potes sont là. Sagas pour moi. Auf der Platte sieht man einen lustigen Typ mit Schnurrbart, Wampe und fettigen Haaren. Dankeschön, Prinzip für die Begleitung. Hat also dieses Stück Sa Plan pour moi gecovert, aber neue Lyrics geschrieben. Darüber so, keinen Bock zu arbeiten. Ist ja geil, arbeitslos zu sein und so weiter. Danach gab es Proteste von einer Gewerkschaft, das wäre eine Beleidigung für die arbeitende Bevölkerung. Jetzt werden wir eine Frauenband hören. Too Much. Das sind Cathy und Cherry Pickles mit dem Song Silex Pistols. Yeah.
Ja, 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 super. Sex Pistols von Too Much. Ich liebe diese Band. Jetzt kommt eine Punkband aus den 80ern. Ludwig von 88. Die sind mit Drumcomputer und Gitarre aufgetreten, haben sich immer bei den Live-Konzerten als Mexikaner mit Ponchos und Sombreros verkleidet. Eine ihrer Platten heißt Die Revolution ist kein Galadiner. Und jetzt hören wir Pololop von Ludwig von 88. Ja, die Franzosen spotten gerne über die Belgier. Es gibt immer Histoire belge, so ähnlich wie Ostfriesen-Witze. Aber gerne auch übernehmen sie das belgische Kulturgut und tun so, als ob es französisch wäre. Viele denken zum Beispiel, dass Leo französisch ist, dass Telex französisch ist. Manche denken sogar, dass Jacques Brel französisch wäre. Das ist natürlich Quatsch. Wir hören jetzt Jacques Brel mit einem Hass-Song über die Frauen aus Flammenland, die Flammen. Les Flamandes dansent sans rien dire, sans rien dire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes ça n'est pas causant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes. Les flamandes dansent sans frémir au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans frémir, les flamandes ça n'est pas frémissant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 30 ans, et qu'à 30 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants, et le houblon et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents, et du bedeau et de son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans sourire au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans sourire, les flamandes ça n'est pas souriant. Si elles dansent c'est qu'elles ont 70 ans, qu'à 70 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants, et le houblon et le blé dans le pré. Toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son imminence, l'archiprêtre qui radote au couvent, elles héritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes.
Les flamandes dansent sans mollir au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans mollir, les flamandes ce n'est pas mollissant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont chantant, et qu'à chantant il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied et bon blanc et bon blé dans le pré. Elles s'en vont retrouver leurs parents et le béton et même son éminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Et c'est pour ça qu'une dernière fois elle danse. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Ja, also Jacques, was soll denn dieser Hasslied hier? Ich hab's rausbekommen, der war mal mit einer flämischen Frau verheiratet und dann hat er sich mit der gestritten und sie haben sich scheiden lassen und dann hat er dieses gemeine Lied geschrieben, dass die Flämen so spießig wären und so. Gut, jetzt wollen wir das Superstück Banana Split hören. Bien que je t'embrasse, non, non, non. Reste pas comme ça, tu vas. Je l'ai sur place. Non, non, non. Attends, j'ai un truc pour briser la glace. Banana, banana, banana. C'est le dessert que c'est l'abominable homme des neiges à sa petite fiancée teenage. Un amour de dessert. C'est le dessert que c'est l'abominable homme des neiges. Aber nein, Brezel, nicht diese Version, die von Leo. Sehr schön, Leo mit Banana Split. Leo ist eine belgische Sängerin, die in Portugal geboren wurde. Ihr echter Name lautet Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Das Stück, das Brezel erst aufgelegt hatte, diese komische Version von Banana Split, ist eigentlich die Version von dem Typen, der das Stück geschrieben hat. Das ist eigentlich Jacques Duval.
Ein sehr berühmter Songschreiber. Er hat für Jane Birkin, Leo, Alain Chamfort Lieder geschrieben. Aber bon, ich mag lieber trotzdem die Version von Leo, die geht ein bisschen mehr ab. Gut, jetzt hören wir ein Stück der Brochette. Jacqueline dans sa chambre. Jacqueline in ihrem Zimmer. Ja, sehr schön. Und jetzt für meinen Kumpel Hervé, das Stück von Telex, Sigmund Freuds Party, ein Stück
von 81. An alle. Unsere Rundreise durch Belgien ist bald beendet. In Brüssel haben wir das Atomium gesehen. Ein tolles futuristisches Gebäude mit Stangen und Kugeln. Wir haben uns gewundert, dass die Belgier so viel Elektrizität haben. Ihre Autobahn ist komplett beleuchtet. Jetzt hören wir zum Abschied Bowling Balls mit dem Stück Visco Video. Tschüss, haltet die Ohren steif. Wir hören voneinander. Your share of dancing for tonight or more. For now I wish you could stay, but this is my new record and I want it to chart. And if you're going away, no one will be dancing, it will break my heart. But if we ever make it, you'll be the one to take it home to paradise. No sugar if it's a hit, I know that you will shake it like a pair of dice. You don't need no pretending, so easy to be dancing to the lovely sounds. The fashion pack is leading, it's never so misleading if you lose some pounds. Won't you come back to the disco floor? Won't you come back? They're gonna play disco video. Please tell the DJ that you want some more. Close your eyes, you're in the 54.
keep right on dancing, and everybody joins in, then your friends follow. Then my song stops selling, well maybe I'm just dreaming, and I will follow. Won't you come back to the disco floor? That you want some more. Disco, disco. You close your eyes, you're in the 54. Won't you come back to the disco floor? Disco, disco. They're gonna play disco video. Disco, disco. Please tell the DJ that you want some more. Eine Französin à Berlin. Das musikalische Universum von Françoise Cactus. Ein Musikpodcast von Radio 1.